Und hier ist auch der Lothar. Hallo. Und wir haben schöne Pilze gefunden. Ja, schöne, helle, weißlich aussehende Pilze. Und wir haben ja erst Mitte, Ende Juni. Und da könnte man jetzt gut vielleicht auch noch ein paar schöne Maipilze finden, um sie zu essen. Und es wäre ja jetzt durchaus möglich, ne, dass wir jetzt hier noch Maipilze hätten. Aber wenn wir dieses Grüppchen schon mal anschauen, gibt es ein paar Dinge, die schon mal eigentlich doch deutlich gegen den Maipilz sprechen. Das erste ist ja schon mal, dass wir hier Hüte haben. Die ist auch, gerade der Junge hat es ja noch sehr deutlich, ne, so einen kegeligen Hut. Aber auch die Älteren, selbst die ganz Alten, haben das noch, der hier nicht mehr so. Ne, da hat irgendwie ein Mäuschen geknabbert. Und das Mäuschen oder das Reh oder wer auch immer da geknabbert hat, ich denke mal das Mäuschen, dem scheint dieser Pilz auch gar nichts ausgemacht zu haben. Auch ein ganz interessanter Punkt. Denn uns, das kann ich schon mal sagen, uns würde dieser Pilz durchaus eine Menge ausmachen, wenn wir die alle essen würden. Denn dieser Pilz ist, ich nehme es schon mal vorweg, sehr giftig. Und sein kegeliger Hut ist nur eines der deutlichen Unterschiede zum Maipilz. Ein weiterer Unterschied, wenn wir den Hut vielleicht gerade bei so einem älteren Hirsch speziell eher anschauen, hier so zum Beispiel, dann sehen wir seine sehr deutliche radiale Faserung. Man kann auch sehen, es reißt auch auf, diese Huthaut, beim Älteren besonders. Bei mir ist es noch nie so deutlich zu sehen, ne? Aber man sieht auch auf jeden Fall schon, dass die Huthaut keineswegs ganz glatt ist, wie sie das beim Maipilz wäre. Und dann, naja, kommt noch mehr. Es fällt ja vielleicht auf, vor allem wenn wir hier runterschauen, am Stiel, haben wir deutliche rötliche Verfärbungen, die haben wir auch schon am Hut. Ne, auch diese Fraßstellen sind da so ein bisschen rötlich geworden. Ich nehme mal die beiden hier raus, ne, die drehe ich mal hier um. Dann sieht man auch hier schon drunter, an der Stielbasis ist es rot geworden. Auch hier in den Lamellen drin hat man so einen rosa Schein bereits. Ne, und wenn dieser Pilz dann so vor sich hin altert, wird er auch immer röter, überall. Und wenn wir dann hier dieses umgedrehte Exemplar auch noch ansehen, sehen wir auch die Lamellenfarbe. Ja, es sind noch junge Pilze. Ne? Die Lamellen sind schon durchaus noch hell, aber nicht so schön weiß, wie sie beim Maipilz sind, sondern durchaus schon mit einem gewissen Braunton versehen. Und wir kann es vorwegnehmen, die Spornpulverfarbe von diesen Pilzen ist ganz braun. Also ich sag mal Tabakbraun, Erdbraun, Milchkaffeebraun wird es auch genannt, ne? Wie es eben für diese Pilze typisch ist. Der Name ist Ziegelroter Risspilz. Inozybe erubescens, das heißt der errötende. Und ja, was man noch vielleicht noch sagen könnte, der Geruch, das kann ich natürlich jetzt nicht im Film euch rüberbringen, der ist so ein bisschen obstartig, so fruchtig so ein bisschen. Erst im Alter schlägt er auch so ein bisschen ins Spermatische über, wie es andere Risspilze haben. Ich habe gerade aber berochen, es ist mehr so obstartig, was gerade so zu riechen ist. Sehr giftig, Muskarin, also würde man sehr schnell was merken, schon nach ein paar Minuten eventuell oder spätestens so nach einer halben Stunde, das ist aber schon sehr, sehr lange dann, eher Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde, dann geht's los und das ist ja das Gute dran, die Pilzvergiftungen, die schnell gehen, da kann man in der Regel auch dann noch was machen.